50. Panzerdivision mit dem Zug durch Wyoming und die 83. mit dem Zug nach New Mexico. Herr Kanzler, meine Herren, unsere Offensive beginnt in drei Phasen. Phase 1, U-Boot- und silogestützte Nuklearraketen zerstören militärische und administrative Primärziele. San Diego, San Francisco, Seattle und Pearl Harbor in den pazifischen Staaten, Darwin und Manila, Yokohama, Kamtschatka und Vladivostok im Osten. Wie lange wird es dauern? Ab Ihrem Befehl ca. 15 Minuten bis zu den ersten Einschlägen. Und warum nicht Tokio, Feldmarschall? Zerstören Sie Tokio in Phase 1. Jawohl, Herr Kanzler. Fahren Sie fort. Phase 2. Unsere nuklearen Langstreckenbomber zerstören Sekundärziele. Einschließlich Anchorage, Los Angeles, Sacramento im Westen, Osaka, Peking, Delhi, Bangkok und so weiter im Osten. Zeit bis zum Abschluss, circa 6 Stunden nach dem Start. Phase 3. Invasion von Bodentruppen und Landungen der Marine zur Besetzung und zur Absicherung. Wir erwarten die totale Kapitulation innerhalb von 2 Wochen. Welche Vergeltungsschläge können wir erwarten? Den größten Widerstand werden wir in unseren Satellitenstaaten erwarten. Wir erwarten, dass die Japaner ihre Bomber auf Himmelfahrtskommandos ohne Wiederkehr schicken, um ihre Reichweite zu erhöhen. Wir rechnen mit Großangriffen im Osten bis hin Chicago und New York. Veranschlagte Verluste beim Feind? Durch die Atomschläge rechnen wir mit 15 bis 16 Millionen Toten. Weitere 2 bis 3 Millionen durch die Bodenoffensive. Und auf unserer Seite? Da die Japaner nur konventionelle Möglichkeiten haben, werden unsere Verluste in den Hunderttausenden liegen. Aber überwiegend nur Amerikaner, also akzeptable Verluste. Wann sind Sie bereit zum Angriff? Morgen 19 Uhr, Herr Kanzler. Gut. Morgen Abend werde ich die Rede in der Volkshalle halten. Und während meiner Rede werde ich den Angriffsbefehl erteilen. Ich werde das Vaterland und die Zukunft unseres Reiches sicherstellen.